Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Kamera, die so wenig wie möglich wiegt. Und damit meine ich selbstverständlich nicht mein Smartphone, denn ich möchte trotz alledem wunderbare Bilder schießen, die in die Nähe einer DSLR oder DSLM kommen. Das hat man in den letzten Wochen, Monaten oder aber auch Jahren falsch gemacht. Da würdest du sagen, sicherlich einiges, und ja, Canon hat mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit einiges falsch gemacht. Das wollen sie aber irgendwie wieder gerade biegen, und deshalb wird es im August 2019 zwei weitere APS-C-Sensorkameras im DSLM-Sektor geben, die nicht einer Canon EOS RP oder ähnlichem entsprechen, sondern es werden die Nachfolger der M5 und der M6, was wiederum bedeutet, es gibt die M5 Mark II und die M6 Mark II. Beide sollen laut den Gerüchten den Sucher der Canon EOS R bekommen. Zumindest sagt das der eine Teil. Der andere Teil sagt wiederum, dass beide einen optionalen Sucher bekommen. Das heißt also, sie werden ohne vorhandenen Sucher ausgeliefert und du darfst dir den Sucher zusätzlich käuflich erwerben. Bei der M6 Mark II gibt es trotz alledem schon weitere Specs, die es bei der M5 Mark II noch nicht so gibt, und die M6 Mark II soll beispielsweise mit einem APS-C-Sensor mit 32,5 Megapixel ausgestattet werden, den DJI C8-Prozessor enthalten, 4K mit 30 Frames ohne Crop-Faktor bekommen. Hier zusätzlich gibt es den Augenautofokus, Laden per USB-C, Full HD mit 180 Frames per Second und vieles, vieles mehr. Ob das jetzt dafür spricht, dass es dann wiederum Menschen gibt, die sich unbedingt eine M5 Mark II oder eine M5 Mark VI kaufen werden, das bleibt natürlich in den Sternen stehen, aber diese kleinen DSLM-Kameras fand ich gar nicht so schlecht. Zumindest war die M5 gar nicht so verkehrt, auch wenn sie sicherlich noch nicht so richtig ausgereift gewesen ist, aber es könnte gut sein, dass Canon damit vielleicht so ein bisschen in die richtige Richtung vorprescht. Mal sehen. Was meinst du? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da hat Skylum ein krasses neues Feature bzw. ein einständiges Programm herausgebracht, welches du da draußen benutzt, um deine Fotos noch besser wirken zu lassen. Skylum hat sich aber gesagt, das soll es für 2019 noch nicht gewesen sein, und im Herbst diesen Jahres wird es, wie du schon im Titel lesen konntest, Luminar 4 geben. Und wir wissen es alle, Skylum hat kein Abo-Modell, wie es bei Adobe mit Lightroom ist, was wiederum bedeutet, du zahlst einmalig und hast das Programm für immer und ewig auf deinem Mac, auf deinem Windows-Rechner. Und Luminar 4 besticht auf jeden Fall Stand jetzt mit dem AI Sky Replacement Tool. Heißt, du kannst deinen Himmel mit wenigen Klicks von langweilig in dramatisch umwandeln lassen. Wenn du beispielsweise eine Skyline hast, dann markierst du die mit einem Klick und ersetzt mit einem Klick deinen langweiligen Himmel in einen dramatischen Himmel, und das Foto sieht gleich tausendmal besser aus. Klar, man kann das auch in Photoshop machen, aber Photoshop oder aber auch Affinity Photo oder was auch immer beherbergen mehrere Klicks, und hier bist du mit viel, viel weniger Klicks schneller an deinem Ziel. Und das klingt gar nicht so verkehrt, muss man wirklich eingestehen. Luminar 4 wird es, wenn du es vorbestellst, nur 59 statt 89 Euro kosten. Solltest du dir jetzt Luminar 3 kaufen und Luminar 4 gleichzeitig vorbestellen, bezahlst du nur 99 statt 158 Euro. Und bist du der glückliche Besitzer der Luminar 3 Version, dann wird dich Luminar 4 nur 49 Euro kosten. Und ja, ganz ehrlich, Luminar 3 oder auch Luminar 4 am Ende ist eine sehr, sehr geile Alternative zu Lightroom und Co. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Einfach mal runterladen, testen und dann die Vollversion kaufen, sofern man dann Bock darauf hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Kamera, die so wenig wie möglich wiegt. Und damit meine ich selbstverständlich nicht mein Smartphone, denn ich möchte trotz alledem wunderbare Bilder schießen, die in die Nähe einer DSLR oder DSLM kommen. Und da bliebe ja normalerweise nur eine Kompaktkamera über. Bei vielen war die Kompaktkamera eher verschrien, bei anderen wurde sie hochgejubelt. Schlussendlich dachte sich Sony jetzt,
Es ist egal. Es wird Zeit für eine neue EX100 und es ist jetzt endlich soweit. Ab August 2019 wird es die EX107 geben. Das Ganze wird dich so Pi mal Daumen 1300 Euro kosten. Dafür bekommst du aber eine echt krasse, kompakte Kamera. Ja, warum? Weil der Autofokus beispielsweise in die Nähe einer A9 rückt. Das heißt also über 300 Phasendetektionsmessfelder und über 400 Kontrast-Autofokus-Messfelder bekommst du in dieser Kamera. Das Ganze bei einem 1-Zoll-Sensor. Ja, bei einem 1-Zoll-Sensor. Schlussendlich kannst du dann mit dem Autofokus, der nachführt, 20 Bilder pro Sekunde schießen. Oder aber du nutzt den neuen Einzelbild-Serienaufnahmemodus. Da kannst du glatte 7 Bilder am Stück in kürzester Zeit schießen und dann das Beste auswählen. Denkst du dir jetzt aber so, okay, das reicht alles nicht aus, dann kannst du bei maximaler Geschwindigkeit bis zu 90 Frames per Second fotografieren. Und das ist echt schon eine krasse Leistung für eine Kompaktkamera. Solltest du dir so jetzt so denken, ja, ich will aber auch ein paar Videos damit aufnehmen, dann bist du hier auch nicht verkehrt, denn mit dieser Kamera bekommst du 4K inklusive 30 Frames per Second und das Ganze ohne Binning. Wenn du das Ganze jetzt noch ein bisschen runterschraubst, kannst du sogar Slow-Motion-Aufnahmen von bis zu 1000 Frames per Second machen. Ja, holla die Waldfee, holla die Waldfee. Und das alles für knappe 1300 Euro. Was ein krasses Teil, Alter. Unglaublich, unglaublich. Da, ja, da können sich Canon, Nikon und Co. noch ein bisschen was von der Scheibe abschneiden. Und vielleicht mal dran denken, krass, in die Richtung sollten wir auch gehen. Oder? Was sagst du? Schreib's mir gerne unten in die Kommentare. Ja, ja, jetzt ist die Frage natürlich, was denkst du darüber? Sollten sich Canon, Nikon und Co. eine Scheibe bei Sony abschneiden und in dieselbe Richtung von Kompaktkameras gehen, beziehungsweise solche Features auch in ihre kleineren Modelle einbauen? Großes Fragezeichen, Ausrufezeichen. Schreib's mir gerne unten in die Kommentare. Sollten dir diese Fotonews gefallen haben, würde ich mir einen Daumen nach oben freuen. Hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video noch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was gerade so im Fotografie-Universum abgeht. Dann gibt's hier zwei weitere Videos, auch da noch mal reinschauen. Und heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.